Ich werde ein bisschen pathetisch beginnen, es tut mir leid. Hannah Arendt stutzt. Sie sitzt im Jerusalemer Gerichtssaal und sieht den Mann, der gerade in den Glaskasten geführt wird. Einen unscheinbaren, schmächtigen, behornbrillten Mann mit leicht zerzaustem Haar. Dieser Mann soll für die Ermordung von Millionen Juden verantwortlich sein. Hier erscheint kein Monster, sondern ein Niemand. Ein Gespenst, das Schnupfen hat, wie Arendt sagt. Arendt ist irritiert. Man sieht es ihr an, dass ihre Erwartungen enttäuscht wurden. Soweit eine Szene in Margarete von Trotters Film Hannah Arendt. Ich kann nicht beurteilen, ob es sich so zugetragen hat. Allerdings wäre es verwunderlich, wenn, wie viele Interpreten meinen, die Begegnung mit Adolf Eichmann Arendt etwas Neues gelehrt hätte. Es ist meines Erachtens viel plausibler anzunehmen, dass sie hier nur das sieht, was sie schon seit 20 Jahren zu wissen meint. Denn das in Eichmann in Jerusalem 1963 veröffentlicht etablierte Konzept findet sich schon im Bild der Täter des modernen Verwaltungsmassenmordes, das Arendt seit 1945 gezeichnet hat. Dieses Täterbild ist eng mit Arendts moderne Verständnis verbunden, speziell mit dem Konzept einer Herrschaft des Niemand. Ihre These ist dann auch, dass das Böse sei, das von niemandem begangen wurde. Im Folgenden werde ich dieses Konzept rekonstruieren und fragen, ob es Arendt gelingt, das Besondere der Täter der Shoah damit zu fassen. Dabei möchte ich vorab Arendts moderne Begriff skizzieren, in dem bereits die Arbeit, das Mann, die große Zahl und das Interesse als Momente anonymer Herrschaft auftauchen. Im zweiten Teil wird dann die Totalitarismustheorie einbezogen, in der die Herrschaft des Niemand als eine übergesetzliche bürokratische Herrschaft auftaucht, die im Namen eines, Zitat, Niemandslandes übermenschlicher Kräfte ausgeübt wird. Darin zeige sich das größte Böse, das von niemandem begangen wurde. Das heißt, wie Arendt sagt, von menschlichen Wesen, die sich weigern, Personen zu sein. Also das größte Böse ist von entpersonalisierten Wesen begangen worden. Die Idee der Niemandsherrschaft wird sich damit auch als Grundlage für die Diagnose einer Banalität des Bösen erweisen, die Arendt Adolf Eichmann attestiert. Zum Begriff der Moderne, also zum Hintergrund dieser Totalitarismus- und Eichmann-Diagnose. Arendts moderne Diagnose beruht auf einer normativen Anthropologie mit einem gewissen Antike-Bezug. Die dafür relevanten Kategorien bezeichnen für Arendt drei Grundvermögen des Menschen. Es handelt sich um Arbeiten, Herstellen und Handeln. Arbeit sei eine immer wiederkehrende, vollständig naturdeterminierte Tätigkeit, die vergängliche, im bloßen Leben selbst wieder aufgehende Produkte erzeuge. Ihre Funktion bestehe in der Sicherung der materiellen Reproduktion von Individuum und Gattung. Das Herstellen hingegen repräsentiere die erste wirklich menschliche Tätigkeit, die auf das Bedürfnis nach Ausdruck gegenständlicher Wirkmächtigkeit und, wie Arendt sagt, irdischer Unvergänglichkeit zurückzuführen sein soll. Es bringe eine Welt tradierbarer Gegenstände hervor, die nicht verbraucht werden. Das Handeln schließlich sei gewaltfreie, selbstzweckhafte Praxis des Miteinanderredens, dabei Betätigung menschlicher Freiheit und Offenbarung von Einzigartigkeit. Freiheit sei im Handeln, das Arendt mit dem Politischen assoziiert, in dreierlei Weise anzutreffen. Erstens als negativ vorpolitische Freiheit von der Naturnotwendigkeit materieller Reproduktion. Also man muss nicht arbeiten, man ist nicht gezwungen zu arbeiten. Zweitens in der anthropologischen Dimension der sogenannten Natalität oder Geburtlichkeit, wie sie es auch nennt, einer Umschreibung, wie ich meine, für absolute Willensfreiheit und eine Befähigung zum Tun des Neuen und Außergewöhnlichen. Das ist eine Eigenschaft, die allen Menschen zukommt, vor dem Miteinanderreden, die die Basis dafür sein soll. Und drittens die spezifisch politische Freiheit der kollektiven Selbstbestimmung, die auf den Freiheiten der Rede und Versammlung beruht. Das sind die eigentlich politischen Freiheiten. Arendt zufolge weist das Handeln jenseits aller modernen Entwicklungen bereits eine spezifische Anonymität auf, die keinen Personalitätsverlust anzeigt.
Sie spricht von einer Aporie des Handelns, also einer Ausweglosigkeit des Handelns, die darin besteht, Zitat, dass jeder Mensch zwar in der Lage ist, Neues zu beginnen, aber außerstande ist, zu kontrollieren und seine Folgen vorauszusehen. Zitat Ende. Denn andere freiheitsbegabte Subjekte weben am Gewebe des Handelns weiter, wie sie meint, und fügen ebenfalls Neues und Unvorhersehbares hinzu. Die Problematik, dass damit Freiheit in eine schicksalhafte Bestimmtheit der Individuen und Unzurechenbarkeit von Handlungssträngen mündet, versucht Arendt mit dem Verzeihen und Versprechen als handlungsinternen Stabilisierungsfaktoren abzumildern. Also wir können sozusagen die Vergangenheit rückgängig machen, indem wir jemandem verzeihen, und wir können zumindest moralisch, und wir können in die Zukunft planen, indem wir jemandem etwas versprechen. Aber ansonsten ist Freiheit, kippt Freiheit um in totale Unkontrollierbarkeit. Einige Aspekte des Arendtschen Personalitätsbegriffs, der sozusagen der Gegenbegriff zu den Niemanden ist, sind damit bereits angedeutet. Eine Person besitzt für Arendt die Fähigkeit zur Kausalität aus Freiheit, zum gemeinsamen Handeln und, das ist ganz wichtig für sie, zu herausragenden Taten. Diese Fähigkeiten können sich allein auf dem Feld des Politischen realisieren und sind damit auf tatsächliches Handeln angewiesen. Wenn eine Person nur als Mitglied einer politischen Gemeinschaft existiert, ist sie als solche schließlich auch immer Rechtsperson und niemals bloß der natürliche Mensch. Zwei Aspekte dieser normativen Anthropologie sind für die moderne Diagnose Arendts von Bedeutung. Erstens, nur wenn die drei Tätigkeitsformen in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen, kann die Gattung reproduziert, eine geteilte Welt bedeutsamer Gegenstände geschaffen und menschliche Pluralität offenbart werden. Also die drei Tätigkeitsformen können dann, nur wenn sie in einem richtigen Verhältnis stehen, ihre Funktion wirklich erfüllen. Zweitens, nur wenn die begrifflich unterschiedenen Tätigkeitsformen auch bestimmten institutionellen Feldern entsprechen, ist dieses richtige Verhältnis möglich. Dabei existiert eine normative Überordnung des Handelns über das Herstellen und des Herstellens über das Arbeiten. Arendts Ideal besteht darin, das Arbeiten dem Haushalt, der Privatsphäre zuzuordnen, während das humanspezifische Handeln in der Öffentlichkeit der Polis stattfindet, also deswegen dieser antike Bezug. Das Ökonomische sei lediglich äußere Bedingung für das Handeln, nicht etwa Politik Mittel für ökonomische Belange, im normativen Sinne, also so wie Arendt sich das wünscht, dass es sein sollte. Die Moderne zeichnet sich nun Arendt zufolge durch einen Verfall dieser guten Ordnung aus. Die Diagnose lautet: Kolonialisierung der eigentlich dem Herstellen und Handeln zugeordneten Praxisfelder durch das Arbeiten. Kolonialisierung durch Arbeit werde möglich durch den Aufstieg der ökonomischen Tätigkeiten in den Raum des Öffentlichen. Das bleibt sehr undurchsichtig bei Arendt, oft was das bedeuten soll. Ich versuche mal eine Rekonstruktion. Arbeit ist für Arendt ein instinktartiger Naturprozess, der nicht willentlich oder kognitiv vermittelt ist, keine qualifizierte Tätigkeit darstellt und daher kein Moment von Freiheit beinhaltet. Ich zitiere: Arbeit ist die einzige Tätigkeit, die so organisch ist wie das Leben selbst, nämlich in der vom Lebensprozess vorgezeichneten Bahn verläuft und frei ist von willentlichen Entscheidungen und vorgefassten Zwecken. Also Arbeit ist ein Naturprozess. Wie fragwürdig das ist, muss ich, glaube ich, gar nicht thematisieren. Naturprozesse produzieren Arendt zufolge immer einen Überschuss über das, was unbedingt notwendig ist. In der Natur gibt es immer eine Überfülle, meint sie. Daher produziere Arbeitskraft, wenn sie freigesetzt werde, einen unkontrollierten Überschuss. Also Arbeit produziert ohnehin immer einen Überschuss über das, was nötig ist zum Leben. Aber wenn sie jetzt freigesetzt wird, dann produziert sie einen unkontrollierten, einen negativen, einen hypertrophen Überschuss. Freigesetzt ist die Arbeitskraft, wenn sie nicht mehr im Oikos, also in dem klassischen antiken Haushalt, eingehegt ist und nicht mehr nur die Bedingung für das Handeln hervorzubringen gezwungen ist. Die Gesellschaft kenne dann nur noch die Imperative des Lebens und der Arbeit, to make a living, sagt sie. Das bedeutet zunächst die Verlegung des Zwecks der Arbeit von der Ermöglichung des Handelns auf das belanglose Spiel und das Verbrauchen von Konsumgütern im, Zitat, Narrenparadies der Freizeit. Aber Living beziehe sich nur vordergründig auf das Leben des Individuums.
Das planmäßige Arbeiten für das, Zitat, Leben der Gesellschaft im Ganzen als des eigentlichen gigantischen Subjekts des Akkumulationsprozesses, Zitat Ende, sei das wahre Produktionsziel, das, und das ist eine interessante These, langfristig sogar Markt- und Privatbesitz vertilge. Also, to make a living, das ist der einzige Imperativ der Arbeitsgesellschaft, sagt sie. Und living bedeutet einerseits, wir arbeiten, um zu fressen und um uns zu vermehren. Ich komme noch gleich drauf. Und arbeiten bedeutet aber andererseits, die Gattung zu reproduzieren und alles dieser Gattungsreproduktion unterzuordnen. In Gang gesetzt werde ein maßloser, sich ständig beschleunigender Prozess der Expansion der Produktion. Die Arbeitsgesellschaft sei eine Überflussgesellschaft, die einen Überfluss an Verbrauchsgütern und einen Überfluss an Menschen bedeutet. Sie bewirke eine, Zitat, Bevölkerungsexplosion, produziere Menschen, die überflüssig seien, zum einen, weil sie zu zahlreich seien, um politisch organisiert zu werden, zum anderen, weil ihre Zahl relativ zum Arbeitsplatzangebot in Krisenzeiten zu hoch sei. Also Arendt changiert immer zwischen einer absoluten und einer relativen Überbevölkerungstheorie. Die beschriebene Dynamik ist daher ein unnatürliches Wachstum des Natürlichen. Unnatürlich ist ein normativer Begriff, gewonnen am Ideal der guten Polisordnung. Das Natürliche, das wächst, ist die Arbeit, verstanden als instinktartige Operation von Menschen in ihrer animalischen Dimension. Arendt vertritt die These, dass, wenn der Mensch arbeitet, er nicht viel mehr ist als ein Tier. Dieser Prozess drohe alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zu überwuchern. Veröffentlichung der Arbeit bedeutet damit auch, dass das öffentliche Feld der Politik nun von der naturalistisch verstandenen Ökonomie und deren Wachstum funktionalisiert. Damit sind verschiedene Depersonalisierungstendenzen verbunden. Also die Menschen werden zu niemandem. Drei Stück will ich hier darstellen. Erstens die Arbeit und das Interesse selbst. Die Veröffentlichung der Arbeit erweist den, ich zitiere, monolithischen Charakter der Gesellschaft in all ihren Spielarten, deren natürlicher Konformismus immer nur ein Interesse und eine Meinung kennt und der letztlich in der Einheit des Menschengeschlechts wurzelt. Der Mensch mutiert hier in dreifacher Hinsicht zum, Zitat, Exemplar der Gattung, geht im Menschengeschlecht auf. Erstens, die allgemeine Notwendigkeit materieller Reproduktion determiniert den Menschen, wenn er arbeitet, er ist beim Arbeiten unfrei. Zweitens, der Mensch vollzieht die animalische und unqualifizierte Tätigkeit des Arbeitens und Konsumierens, die für Arendt keine Individualität und keine Meisterschaft zulässt. Und drittens, die Gleichheit der Arbeitenden ist nicht die Ebenbürtigkeit je besonderer Individuen, sondern die unterschiedslose Homogenität auswechselbarer Arbeitskraftbehälter. Der Arbeitende ist jeder und niemand. Das Menschengeschlecht, wie Arendt das nennt, droht ihr zufolge deswegen auch die Menschheit, das eigentliche Menschsein des Menschen, zu vernichten. Menschheit wiederum bezeichnet die Unvertretbarkeit, Nicht-Austauschbarkeit von Menschen, die allerdings für Arendt nicht einfach so gegeben ist, sondern allein in ihren höheren Tätigkeitsformen existiert. Also sie muss realisiert werden durch außergewöhnliche Taten. Sonst ist man nicht unvertretbar und nicht austauschbar. Sie hat also keinen Würdebegriff, der unverlierbar ist, wie Kant. In der Arbeitsgesellschaft wird damit Handeln durch ein berechenbares Verhalten ersetzt. Dabei geht es um die Homogenisierung durch Reduzierung menschlicher Motive und Tätigkeiten auf die Verfolgung von sogenannten Lebensinteressen. Gemeint ist hier einerseits der auf das alltägliche Wohlbefinden gerichtete Privatismus der Spießer, der gegenüber öffentlichen Belangen indifferent ist. Die wollen nur ihr kleines Häuschen haben und fressen und saufen und konsumieren. Andererseits ist die mysteriöse Orientierung der Produktion an der Gattung überhaupt, am Wohlbefinden der Menschheit und als Menschengeschlecht verstanden, angesprochen. Die zweite Depersonalisierungsdiagnose ist relativ simpel, die große Zahl. Die Depersonalisierung ist für Arendt eine Folge der Zunahme der Bevölkerung an sich.
Je größer das Gemeinwesen, desto unbestreitbarer sei die Gültigkeit statistischer Gesetze und die Tendenz zur despotischen Herrschaftsform. Und die dritte Diagnose ist das Mann. Das ist ein Begriff von Heidegger, ihrem Lehrer. Arendt hat zwei große Lehrer, deutsch-national-konservative, Karl Jaspers und Martin Heidegger. Und man sieht in vielerlei Hinsicht in ihren Kategorien das Wiederaufleben einiger Kategorien dieser Lehrer. Der Einzelne in diesem Mann wird auf das Interesse reduziert, statistisch erfasst und sozialtechnologisch gesteuert. Damit werden seine Besonderheit und die Möglichkeit des Herausragens und der Innovation nivelliert. Der Mensch wird zur Alltäglichkeit und Durchschnittlichkeit verurteilt. Er tut nur noch das, was man tut und wie man es tut. Das normative Gegenmodell dazu ist Arendts Authentizität und Ausnahmemodell des Politischen. Authentizität, weil Politik agonales, also kämpferisches Ausdrucksgeschehen großer Individuen ist für Arendt. Ausnahme, weil Politik identisch ist für sie mit dem Ausnahmezustand. Der Gesellschaft als Verfallsprodukt, also der Arbeitsgesellschaft, geht daher Arendt zufolge, Zitat, jeder Begriff von Größe ab. Alltäglichkeit und Durchschnittlichkeit per se, unabhängig von ihren Inhalten, werden hier von Arendt negativ konnotiert. Alltäglichkeit erhalte erst durch nicht alltägliche Taten ihren Sinn, sei an sich bedeutungslos. Drei Motive des Arendtschen Politikbegriffs weisen ihn daher als Variante des politischen Existenzialismus im Gefolge von Jaspers und Heidegger und Carl Schmitt aus. Erstens, Politik ist für Arendt nicht regelgeleitete, sondern regelschaffende Praxis. Der politisch Handelnde bricht per Definition mit den gültigen Verhaltensmaßstäben. Der ernste Ausnahmezustand als Ausdruck dezisionistischer, also nicht regelgeleiteter Freiheit, sei gegen die bloß alltägliche, unfreie, sinnlose Welt leiblicher Freuden und bürgerlicher Sicherheit, gegen, Zitat, Hobby, Konsum und Narrenparadies zu begrüßen. Zweitens, Außerordentlichkeit und Größe des Handelns sind seine einzigen immanenten Maßstäbe, weil es mit allen anderen Maßstäben, auch mit moralischen Maßstäben, bricht. Und drittens, das Politische ist ein vermeintlich selbstzweckhaftes Handeln, in dem die Individuen in einem nie endenden Kampf um irdische Unsterblichkeit ihre Individualität ausbilden und erweisen. Dabei geht es nicht um Inhalte, also nicht darum, mittels der Politik etwas Bestimmtes zu wollen oder eine vernünftige Norm zu realisieren, sondern nur darum, aristokratische Freiheit als solche zu bewahren, die Freiheit des großen Individuums. Politik, so Arendt, ist, Zitat, eine Frage des Stils und der Virtuosität. Wenn Karl Löwitt und Hermann Heller, Zeitgenossen von Carl Schmitt und Jaspers und Heidegger in den 30er, 40er Jahren, Karl Schmitts Inhaltslehren, Dezisionismus und Geniebegriff des Politischen monieren, so könnte das auch auf Arendt zutreffen. Zum Geniebegriff: Kant bestimmt in der Kritik der Urteilskraft das Genie als das der Kunst regelgebende Talent und das Talent als angeborenes produktives Vermögen. Originalität, Exemplarität für ähnliche Talente und unbewusste Kreativität sind Kant zufolge das Kennzeichen des Genies. Die Produktionsweise des Genies sei nicht erlernbar, nicht begrifflich begründbar und das Genie sei qualitativ von den Nicht-Genies unterschieden, nicht graduell. Das ist also ein anderer Menschentypus. Die auch von Arendts Lehrer Karl Jaspers 1931 beschworenen großen Männer und, Zitat, geborenen, nicht formell ausgebildeten, bloß tüchtigen Führer, die in Krisenzeiten aus eigenem Ursprung Neuschöpfung bringen, sind die politexistenzialistischen Gestalten des Genies. Also die Führer, die großen Männer, die großen Menschen, die herausragende Taten machen, sind die Genies des Politischen. Allerdings relativiert Arendt die Nähe zu Carl Schmitt und diesem Politexistenzialismus auch. Denn ihr Begriff des Ernstes des Politischen grenzt sich vom Aufgehen isolierter Einzelner in einem Kollektiv ebenso ab wie vom Motiv eines Lebens unter der beständigen Möglichkeit des Tötens und Getötetwerdens. Also bei Carl Schmitt beispielsweise ist der Ernst des Lebens, ein ernstes menschliches Leben, nur dann gegeben, wenn die Möglichkeit besteht, dass man andere töten kann,
im Namen des Souveräns oder getötet werden kann. Ein Leben ohne diese Möglichkeit ist ein, ähnlich wie Arendt es formuliert, sinnloses, belangloses Narrenparadies. Da macht Arendt allerdings nicht mit, also mit dieser inhaltlichen Bestimmung des Ernstes, des Politischen. Als kritisches Zwischenfazit ist festzuhalten, dass Arendt zwar gewisse Folgen der anonymen Herrschaft ökonomischer Bestimmungen im Kapitalismus beschreibt, aber ohne diese auf den Begriff bringen zu können. Ein wichtiger Motor der Wachstums- und Depersonalisierungsdynamik, der Wert, der ökonomische Wert, als Einheitsprinzip privat dissoziierter Tätigkeiten, der permanente Reduktionsvorgang von konkreter auf abstrakte Arbeit wird von ihr ignoriert. Sie hat überhaupt gar keine ökonomischen Kategorien, sie hat nur naturalistische Kategorien. Der geheime Konformitäts- und Wachstumsmotor ist für Arendt das Arbeiten in seiner natürlichen Form selbst. Oder wie sie auch an anderer Stelle sagt, die biologischen Verbrennungsprozesse beim Konsumieren und Produzieren. Statt das unnatürliche Wachstum eines Unnatürlichen, nämlich des Kapitals, also eines historisch spezifischen, konstatiert Arendt das unnatürliche Wachstum eines vermeintlich Natürlichen, der Arbeit, als eine Pathologie der Moderne. Arendt muss, weil sie den Arbeitsprozess in einen subhumanen, instinktartigen Akt verwandelt, die moderne Dynamik nicht aus kapitalistischen Formbestimmungen erklärt, zur Annahme greifen, die Arbeit habe die natürliche Qualität, ein Mehrprodukt hervorzubringen, also mehr, als man zum Überleben braucht. Damit verwechselt sie die Möglichkeit mit der nur durch freien Entschluss oder Zwang herbeizuführenden Wirklichkeit der Mehrarbeit. Weil die spezifische Verselbstständigung der Wert gegenüber der Gebrauchswertdimension der Produktion Arendt fremd bleibt, also diese Begriffe, die verwendet sie in einer ganz anderen Weise als Marx, muss sie schließlich kontrafaktisch behaupten, die Moderne entwickle sich in Richtung einer monolithischen, zentral gesteuerten Gesellschaft, die auf das konsumistische Wohlergehen der Gattung hin orientiert ist. Also ihre These ist tatsächlich die, dass die Moderne eigentlich schon ein monolithischer Block ist, eine Einheitsgesellschaft ist. Und sie meinte, dass die Konkurrenz im Kapitalismus ein reines Oberflächenphänomen ist, das Absterben. Hier gibt es gewisse Parallelen zur Staatskapitalismustheorie in der mittleren kritischen Theorie. Allerdings vor anderen Hintergründen. Und ihre These ist tatsächlich die, das leibliche Wohlergehen der gesamten Menschengattung sei sozusagen jetzt das Programm der materiellen Reproduktion. An die Stelle der kapitalspezifischen strukturellen Zwänge, die die moderne Gesellschaft bestimmen, treten das angeblich ohnehin apersonale Arbeiten in seiner natürlichen Form, das berechenbare Konsuminteresse an Verbrauchsgütern, die statistisch erfassbare große Zahl an Menschen, und die alltägliche Durchschnittlichkeit, die Arendt verachtet. Diese werden ausgehend von einem normativ problematischen, ästhetisierten Ausnahmebegriff des Politischen kritisiert. Adornos Charakterisierung des Heideggerschen Denkens im Jargon der Eigentlichkeit trifft damit in gewisser Weise auch auf Arendt zu. Ich zitiere: Im Eifer gegen das negativ ontologisierte Mann übersieht der Widerstand gegen die kapitalistische Anonymität geflissentlich das sich durchsetzende Wertgesetz. Leiden, das nicht Wort haben will, woran es leidet. Also meine Grundthese ist die, das wird auch in dem Aufsatz in der vierten Ausgabe der Zeitschrift deutlicher werden, dass Arendt sozusagen eine ganz oberflächliche Beschreibung einer Wachstumsgesellschaft liefert, aber eben immer nur stoffliche Dinge wachsen. Und sie vertritt die These, dass die Moderne sich durch eine Bevölkerungsexplosion, es werden immer mehr Menschen gemacht, und durch eine Explosion von Verbrauchsgütern. Aber dass sozusagen das nur die Basis für das Wachstum des Kapitals und den Wachstumszwang des Kapitals ist, also nur die stofflichen Träger, und dass keineswegs in der Moderne eine Bevölkerungsexplosion per se und prinzipiell angelegt ist, das sieht sie nicht. Zum zweiten Teil, also das war nur die Grundlage jetzt für die Erklärung der Täter der Shoah, zu der ich jetzt komme. Bisher ist unser Niemand, den wir jetzt beschrieben haben mit Arendt, eher ein Lurch, wie Adorno sagen würde. Und Lurche erscheinen mir zunächst zwar dumm, aber der Fähigkeit zum Massenmord unverdächtig zu sein. Arendts Totalitarismusdiagnose aus den Jahren 1945 bis 1951, auf die ich mich jetzt zunächst konzentrieren will, zeichnet dennoch ein umfassenderes Bild dieses totalitären Niemand, der bisher ja nur eigentlich ein Nichts ist, der sozusagen vor sich hin frisst und arbeitet. Und dabei stoffliche
Produkte verbrennt. Zum ersten Teil zu Ihrem Begriff der Bürokratie und der Massengesellschaft. Die Bürokratie als Herrschaftstyp entsteht Arendt zufolge im Imperialismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Polizei und Armee, in ihren Mutterländern noch zivil kontrollierte exekutive Organe, werden in den Kolonien zur verselbstständigten Repräsentation der gesamten Nation, die jenseits formaler Gesetzesbindung mittels willkürlicher Verordnung und Maßnahmen auf die Bevölkerung ein. Hier tritt, Zitat, die anonyme Verfügung eines Büros an die Stelle öffentlich-rechtlicher Entscheidung, für die eine Person verantwortlich gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden kann. Zitat Ende. Die als anonyme bezeichnete Herrschaftsform, also die Bürokratie als bürokratische Herrschaft, ist also das genaue Gegenteil der Herrschaft anonymer Strukturen oder einer Herrschaft im Namen des Gesetzes. Sie ist personale Herrschaft, also von konkreten einzelnen Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, in einer verschleierten Form. Bedeutet Anonymisierung tatsächlich von der Willkür einzelner verursachter Verhältnisse, so wie man einen Autor unkenntlich macht durch ein Pseudonym, wenn man so will, der aber nach wie vor existiert. Welche Akteure werden hier unkenntlich gemacht und woher kommen diese Akteure? Die krisenhafte Entwicklung des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts bringt Arendt zufolge, verbunden mit dem schon bekannten Bevölkerungswachstum, das Problem einer zunehmenden Schicht von nicht mehr in den Arbeitsmarkt und in die politischen Vertretungskörperschaften integrierten Existenzen. Sie fallen aus dem Arbeitsmarkt raus und aus der politischen Repräsentation. Diese Existenzen bezeichnet Arendt als Mob. Eine Gruppe, wie sie meint, heimatloser Menschen. Und heimatlos bedeutet, dass sie kein Eigentum, keinen festen, sicheren Ort in einer geteilten, tradierten Welt mehr haben. Der Mob steht außerhalb des für Arendt ohnehin heuchlerischen Wertekosmos der Bourgeoisie, was ihn für intellektuelle Teile des Bürgertums anziehend macht, die gegen die heuchlerische Moral die offene Gewalt und die Herrschaft der Starken proklamieren. Also Typen wie Nietzsche beispielsweise oder Georges Sorel. Das Bündnis von Mob und Elite, wie Arendt das nennt, zeitigt erst die Wirkung, also die Elite sind die Intellektuellen sozusagen, die begeistert sind von diesen Verbrechertypen. Also da ist Arendt nicht der. Da ist sie nicht zimperlich in der Beschreibung. Also dieses Bündnis von Mob und Elite, das zeitigt erste Wirkung in den antisemitischen Hetzkampagnen und pogromartigen Szenen der Dreyfus-Affäre in Frankreich Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier tritt bereits eine situative Masse auf, Zitat, welche die Individualität nur für die Dauer einer einzigen heroischen Aktion auslöscht. Also es gibt hier schon eine Masse, aber die ist nur situativ und darin basiert das Individuum jetzt ganz kurzfristig auf, im Pogrom, im Hass, im Menschen umbringen, im Anzünden und so weiter. Der Mob ist aber nur ein Übergangsphänomen hin zur Entwicklung der Massengesellschaft. Diese Massengesellschaft entbehre organisierter Interessengruppen, die sich, wie sie meint, erreichbare Ziele setzen. Die Masse bestehe aus unverbundenen, gleichförmigen Atomen, die ohnmächtig auf sich selbst zurückgeworfen seien. Was den Massenmenschen auszeichnen soll, ist neben der prekären und isolierten Existenzweise, die, wie ich es jetzt mal übersetzen würde, narzisstische Kränkung, die sie erfahren, da sie sich in der Krise immer noch am Maßstab der individuellen Verantwortung für den Erfolg in der Konkurrenz beurteilen und sich daher als gescheiterte Existenzen betrachten. Diese Kränkung, also ich bin dafür verantwortlich, dass ich scheitere, führe zur, wie Arendt das nennt, Selbstlosigkeit. Und diese Selbstlosigkeit ist, Zitat, ein Gefühl, dass es auf ein Selbst nicht ankommt, dass das eigene Selbst jederzeit und überall durch ein anderes ersetzt werden kann. Zitat Ende. Die Selbstlosigkeit wiederum disponiere zur Verachtung alles greifbaren Nutzens und zu jederzeit zum Opfer todbereiten Ergebenheit. Also dadurch, dass ich scheitere und dass ich so ein kleines Würstchen bin und merke, ich habe es nicht geschafft, ich kriege das nicht hin, hier irgendwie einen Job zu kriegen oder mich durchzusetzen oder Erfolg zu haben, verlieren die Menschen oder gewinnen die Menschen das Gefühl, sie sind eigentlich sowieso überflüssig. Und das führt Arendt zufolge nun zu der Bereitwilligkeit, sich in autoritäre und faschistische Bewegungen zu stürzen und sich begeistert in irgendwelchen Massenkriegen verheizen zu lassen.
Also zu Zitat, jederzeit zum Opfertod bereiten ergeben. Die Individuen sehen keine Möglichkeit der Bewältigung ihrer Situation durch eigenes Handeln mehr. Sie sind aus den sozialen Kontexten herausgeschleudert, die gemeinsames Handeln ermöglichen würden und die miteinander sprechen, eine gegenseitige Bestätigung und reflektierte Verarbeitung ihrer Wahrnehmung zu einer Erfahrung im emphatischen Sinne ermöglichen sollen. Arendt spricht von der Verlassenheit, in der Denkfähigkeit, Erfahrungsfähigkeit und Überzeugung zugrunde gehen. An deren Stelle trete die totalitäre Ideologie als ein handlungsleitendes Denksystem, das aus bestimmten, als gewiss angenommenen Prämissen ohne Offenheit für gegenteilige Erfahrung logische Schlussfolgerungen zieht. Also die totalitäre Ideologie, die nimmt sich irgendeinen Teil aus der Wirklichkeit raus, verabsolutiert diesen empirischen Teil, ohne zu prüfen, ob der vielleicht nicht nur eine einseitige Betrachtung ist, und nimmt den als Prämisse und dann wird konsequent logisch abgeleitet, ohne noch nach links und rechts zu gucken. Also das ist sozusagen Erfahrungslosigkeit, totalitäre Ideologie sagt. Die Individuen werden dabei zu einem Fluchtversuch in eine neue Form von Kollektivität verleitet. Diese bietet, ich übersetze das wieder mal ein bisschen mit Adorno, einen kollektiven Narzissmus und kompensatorische Betätigungsmöglichkeiten. Also sozusagen, ich bin jetzt nicht mehr individuell narzisstisch, ich besetze mich jetzt nicht mehr als egoistischer, einzelner Konkurrierender sozusagen mit Libido, mit emotionaler Energie, sondern ich hole mir mein Selbstwertgefühl aus dem Kollektiv, aus dessen Größe und Stärke. Und diese kompensatorischen Betätigungsmöglichkeiten und dieser kollektive Narzissmus, die bestehen nicht mehr in politischer Teilnahme, also in wirklichen gemeinsamen politischen Bewältigen von Situationen, sondern in der Überantwortung an eine imaginierte Naturdynamik. Die Einfügung in diese Dynamik stellt also einen irrationalen Bewältigungsversuch überflüssig gemachter Menschen für ihre Ohnmacht und Isolierung dar. Es ist hochinteressant, dass Arendt hier an vielen Stellen eine sehr ähnliche Diagnose und Theorie formuliert wie die Theorie des autoritären Charakters von Erich Fromm. Nur, dass sie sich weigert, psychoanalytische Kategorien zu akzeptieren. Sie hat ein regelrechtes Ressentiment gegen Psychoanalyse. Aber es gibt sehr ähnliche Diagnosen bis zu diesem Punkt. Also die Menschen werden ohnmächtig. Sie haben keine politische Bewältigungsmöglichkeit ihrer krisenhaften, prekären Existenzweise. Und statt die sozusagen das irgendwie rational zu bewältigen, suchen sie die irrationale Bewältigung in einem Kollektiv, das ihnen Teilhabe verspricht und Größe und Macht und Selbstwertgefühl wieder. Der Erfahrungsgehalt dieser totalitären Ideologie bestehe in der, Zitat, Verzweiflung an der Möglichkeit menschlicher Leistung und Verantwortlichkeit überhaupt. Sich in ein Niemandsland übermenschlicher Kräfte zu retten, wie Arendt meint, bedeutet, Selbstüberwindung und fremdbestimmte Ergriffenheit in Arbeit und Krieg zum Ideal zu erheben. Eine zweck- und ziellose Bewegung überhaupt anzustreben, die den Einzelnen mitreißt und von seiner als Losgerissensein von allem erfahrenen Individualität erlösen soll. Das ist übrigens eine sehr schöne Diagnose für das, was der Theorie von Carl Schmitt zugrunde liegt. Die gesamte Theorie von Carl Schmitt ist normativ gesehen nichts anderes als diese zwanghafte Begeisterung für ich will ergriffen sein von einer fremdbestimmten Sache und ich will möglicherweise sogar sterben dafür, mein Selbst soll darin aufgehen. So stehe das Fronterlebnis im Ersten Weltkrieg beispielhaft für die, Zitat, Erfahrung einer ständigen zerstörerischen Aktivität im Rahmen einer durch keine Aktion abzuwehrenden Fatalität. Ernst Jünger hat das sehr schön beschrieben. Ja, also im Schützengraben sind wir tätig und die einzige Tätigkeit, die wir aber haben, ist den inneren Schweinehund überwinden. Ansonsten sind wir in Stahlgewittern. Ne? Überall schlägt es ein, wir haben keine Kontrolle. Wir wissen, es ist nicht irgendwie ein Gefecht zwischen Einzelnen, sondern es ist einfach, es regnet Bomben. Aber ich kann noch was tun. Ich kann mich selbst überwinden. Das ist die Tätigkeit, die hier sozusagen eine Rolle spielt für Arendt, die sie sehr präzise diagnostiziert. Es scheint also zunächst, dass das Neue am Totalitarismus für Arendt darin besteht, genau diese, wie Erich Fromm sie nennt, autoritär-masochistische Orientierung in den Mittelpunkt der Politik zu stellen. Also Politik ist sozusagen Mittel zum
erlösen von der eigenen prekären Individualität. An die Stelle des positiven Rechts und des Naturgesetzes im Sinne einer Lex Naturalis, also eines Naturrechts oder Naturgesetzes im mittelalterlichen Sinne, treten Arendt zufolge in der totalitären Ideologie das Gesetz der Geschichte oder das Recht der Natur. Das ist eine Totalitarismustheorie, sie versucht immer den Stalinismus und den Faschismus gleichzeitig zu fassen, aber ich sehe jetzt mal vollständig von dieser Stalinismusdiagnose ab, um das nicht noch komplizierter zu machen, als es ohnehin schon ist. Die Entformalisierung des Rechts und permanenter Rechtsbruch seien Kennzeichen dieser Regime, die ihre Taten als, Zitat, direkte und unvermittelte Ausführung von Befehlen betrachten, die die Geschichte und Natur selbst gegeben haben. Also die Geschichte sagt uns, was wir zu tun haben, die Natur sagt, die und die müssen wir ausmerzen und so weiter. Im Gegensatz zum klassischen Naturrecht, das eine statische und den Individuen normativ gegenüberstehende Natur unterstellt habe, Gott sagt, das sollst du tun, sei das totalitäre Naturgesetz ein die Individuen durchwirkendes und dynamisches Gesetz, das beständig die Praxis der Beschleunigung des Absterbens von Klassen oder Rassen anleitet. Ein Befolgen des Gesetzes der Ausscheidung von Schädlichem oder Überflüssigem zugunsten des reibungslosen Ablaufs einer Bewegung erfordert. Also die Menschen flüchten in diese totalitäre Ideologie, weil sie sozusagen keine Möglichkeit der Bewältigung ihrer Situation in diesen Krisenphänomenen sehen. Jetzt zu den totalitären Charakteren selbst und direkt zur Herrschaft der Niemande. Und dann komme ich auch endlich zu Eichmann wieder. Die Führer totalitärer Bewegungen entstammen zwar Arendt zufolge noch dem Mob, also diesen aus der bürgerlichen Gesellschaft herausgespülten Verbrechertypen, wie sie die nennt. Sobald die Bewegung an die Macht kommt, haben Elite und Mob aber ausgespielt. Die Führer der Massenbewegungen, die der Massengesellschaft selbst entstammen, weisen dann Arendt zufolge, ich zitiere, die pedantisch berechnete Korrektheit Himmlers auf, nicht den hysterischen Fanatismus Hitlers. Der Spießer tritt wieder auf den Plan. Dieser bedient Arendt zufolge, ich zitiere, etwas längeres Zitat, also der Spießer bedient die Maschine des Verwaltungsmassenmords für die Bedienung fehlerlos funktionierender Beherrschungs- und Vernichtungsapparate lieferten die Massen gleichgeschalteter Spießer auf jeden Fall ein erheblich zuverlässigeres Menschenmaterial. Es sollte sich bald herausstellen, dass sie weit größerer Verbrechen fähig waren als alle sogenannten Berufsverbrecher, wenn man nur diese Verbrechen einwandfrei organisierte und sie in Routinehandlung verwandelte. Zitat Ende. Das ist ein Zitat aus dem Text Organisierte Schuld von 1945. Wichtig ist zunächst das Bild der totalitären Verbrechen, das Arendt hier vorschwebt. Dabei spielen der Fabrik- und der Bürokratietopos eine zentrale Rolle. Die Vernichtung von Menschen in den Konzentrationslagern werde, Zitat, mit einem Minimum an Grausamkeit betrieben, Zitat Ende, und arbeitsteilig organisiert, sodass möglichst viele Täter möglichst kleine Beiträge zu dieser Fabrikation von Leichen, wie sie das nennt, liefern. Im deutschen Volk seien dadurch die Unterschiede von Schuldigen und Unschuldigen effektiv verwischt worden. Zitat, alle sind schuldig. Denn in dieser Maschine, so Arendt, ich zitiere, in dieser Maschine gibt es nur noch Exekutoren, Opfer und Marionetten, die in der Tat nichts getan, sondern nur Befehle ausgeführt haben. Zitat Ende. Das weiß sie 1945. Das Grauenhafte des Satzes, nochmal Zitat, dies haben wir nicht getan, wird darin liegen, dass es in der Tat stimmt. Arendt unterstellt also, dass jeder ein Rädchen im Getriebe der arbeitsteilig funktionierenden Mordmaschinerie war und sich weder vorstellen konnte, noch intendierte, dass ein Massenmord dabei herauskommt. Die Motive der Fabrik und des Verwaltungsmassenmordes, ein Begriff, der dann Karriere gemacht hat, evozieren das Bild eines Arbeiters, der an einem Fließband steht, oder eines Beamten, der am Schreibtisch Formulare abstempelt und die sich keine Vorstellung von dem machen können, was da eigentlich herauskommt, wenn die anderen das ihrige beigetragen. Der Spießer lehnt Arendt zufolge zudem jede unmittelbare Gewaltanwendung ab und er hat gar keinen Bezug mehr auf sein Opfer.
Daher müsse er sich auch nicht verantworten. Er sieht sein Opfer. Alles aufgeteilt in kleine arbeitsteilige Schritte. Wie ist es aber zu erklären, dass mehr als ein Drittel aller ermordeten Juden, auf die konzentriere ich mich jetzt mal, auf höchst konventionelle Weise von Angesicht zu Angesicht erschossen und erschlagen wurden? Und dass auch die KZ-Praktiken keineswegs so aseptisch waren, wie Arendt imaginiert. Verwaltung und Fabrikation implizieren zugleich eine gewisse Indifferenz gegenüber dem Resultat. Für Max Weber ist die, Zitat, formalistische Unpersönlichkeit die Behandlung der anhängigen Sache ohne Hass und Leidenschaft, Zitat Ende, geradezu das Ideal des Beamten. Und Marx zufolge ist das Desinteresse an dem von ihm fabrizierten Plunder ein Kennzeichen des auf Teiloperationen reduzierten Arbeiters. Diese Beschreibung der Motivlage eines regulären Bürokraten und eines entfremdeten Fabrikarbeiters dehnt Arendt nun irrigerweise auf die Täter der Shoah aus. Das heißt, sie zieht keine Konsequenzen aus ihrer im Anschluss an Ernst Fraenkel entwickelten Diagnose des übergesetzlichen, an völkischer Sittlichkeit orientierten Charakters der totalen Herrschaft. Also in dem ersten Teil sagt sie ja selbst, also diese totalitäre Herrschaft ist sozusagen eine, die sich auf diese Naturgesetze beruft, also auf überpositive Gesetze, die gar nicht irgendwo niedergeschrieben stehen müssen, und die im Namen dieser überpositiven Gesetze, dieser Naturgesetze, dann Menschen umbringt. Und eine Form von Bürokratie, die regellos ist und die ständig Gesetze bricht. Also das hat sie von Ernst Fraenkel aus seinem Buch Der Doppelstaat, das er bereits 1941 geschrieben hat. Arendt glaubt, eine ganz und gar irreguläre politische Bürokratie, die schon von ihrer Struktur her weltanschauungsorientierte Eigeninitiative fordert, könne mit regulären Bürokraten funktionieren. Das ist ihr zentraler Fehlschluss an dieser Stelle. Dagegen haben neuere Historiker wie Michael Wild gezeigt, dass man im Falle des Reichssicherheitshauptamts, aus dem Eichmann ja stammt, mit ideologisch hochmotivierten Überzeugungstätern zu tun hat, die unmittelbar an Carl Schmitts antibürokratischem Intensitätsbegriff des Politischen und seinem Konzept des substanziellen Dezisionismus orientiert waren. Also der völkischen Sittlichkeit, die gegen diese bloße formalistische Legalität gestellt werden muss. Sie schlossen sich einer Institution neuen Typs an, die ihre Ziele, die rassische Volksfeindbekämpfung, jenseits gesetzlicher Kontrollen und starrer Befehlsketten entschieden und intensiv im Dienst der Sache durchsetzen konnten. Gefordert war der Typ Generalstabsoffizier, der immer das große Ganze im Blick behalten und dem Führer entgegenarbeiten sollte. Das taten viele mit mörderischer Initiative und keineswegs nur am Schreibtisch. Die wechseln sogar immer vom Schreibtisch hin zu den direkten Erschießungen. Sowohl in Polen vor der Gründung des Reichssicherheitshauptamts 39 als auch danach. Die gehen dann wieder an die Front und sind dann unmittelbar an den Tötungen bei den Sonderkommandos und Einsatzkommandos beteiligt, viele von denen. Auch andere Täter hatten oft enorme Handlungsspielräume und zeigten große Initiative, mussten Befehle in präzedenzlosen Situationen geben oder interpretieren, ihr Handeln vor sich selbst und vor den anderen legitimieren. Ideologien von Härte, Männlichkeit, rassistisch konnotierter Sauberkeit, die antisemitische Sinngebung der schmutzigen, aber angeblich nötigen Tötungsarbeit spielten dabei eine entscheidende Rolle. Die ganze Komplexität dieser Motivation verschwindet bei A. Dem Spießer geht ihr zufolge vielmehr, Zitat, jegliche Initiative und jeglicher Unternehmungsgeist ab. Sein Verhalten sei, Zitat, absolut voraussehbar. Er hat keine Leidenschaften, verbrecherischer oder normal. Spießer sind, nochmal ein Zitat, vor allem besorgt um die eigene Sekurität und das Wohlergehen ihrer Familie. Sie seien im Grunde die Bourgeois der Massengesellschaft, deren Privatismus für verbrecherische Zwecke in Dienst genommen wird. Im Rahmen dieser totalen Mobilmachung für verbrecherische Zwecke, sagt Arendt, werden, weiteres Zitat, um der Karriere oder des Lebens oder der Familie willen die 10 Gebote wirksamer und schneller abgeschafft, als es sich irgendein nihilistischer Theoretiker je hat träumen lassen. Der Spießer sei also zwar an seiner Tätigkeit und an öffentlichen Belangen, also an der Politik der Nazis zum Beispiel, gar nicht interessiert,
diesbezüglich motivationslos ein kleiner Fisch, könne aber vermittelt über die totalitäre Institution unermessliche Verbrechen begehen. Und genau das ist die Diagnose der Banalität des Bösen. Allerdings formuliert 1945 in dem Text organisierte Schuld. Sie nennt das allerdings erst später Banalität des Bösen in dem Eichmann. Also, da sind motivationslose Täter, die gar keiner Ideologie folgen, beziehungsweise ich komme gleich nochmal auf das Ideologiephänomen. Und durch die Organisation, durch diese arbeitsteilige Zerkleinerung der Tötungstätigkeit können die größten Verbrechen. Ich werde das noch spezifizieren, diese Diagnose, da wird Arendt noch deutlicher. Arendt tendiert so zu einer Erklärung der Shoah, die lediglich die Organisationen, nicht aber die Motivationen der Täter als relevant erachtet. Diese erscheinen als Menschen ohne Eigenschaften, die die jeweilige Färbung der Institution, in der sie tätig sind, annehmen, ohne mit dieser emotional verbunden oder gedanklich in sie involviert zu sein. Arendt wird sehr radikal in ihrer Diagnose. Das Regime bedürfe keiner Menschen mit Initiative. Es komme, wohlgemerkt bei Tätern wie Opfern, Zitat, auf nichts anderes mehr an als auf absolut kontrollierbare Reaktionsbereitschaft, auf restlos aller Spontaneität beraubte Marionetten. Zitat Ende. Der Marionettentopus taucht häufig auf in den Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft. Arendt meint, die einzige Überzeugung des Täters sei, nochmal Zitat, die Notwendigkeit, deren Exponent er sein möchte und seine einzige Lebendigkeit leeres Funktionieren. Er entwickle geradezu eine Sucht nach Anonymität, nach Aufgehen in einem größeren Ganzen. Also hier scheint wieder diese Idee durch, dass man sozusagen ergriffen sein will von einer größeren Sache. Es stellt sich die Frage, wer denn überhaupt noch Initiative zeigt, wenn a, die Spießer dazu nicht in der Lage sind und b, die Führungsschicht ebenfalls aus Spießern besteht, was ja ihre These ist. Ein immanenter Widerspruch besteht zudem in Arendts Charakterisierung Himmlers, einerseits als normalen Familienmenschen, als Spießer unter Spießern, andererseits ihre Hervorhebung seiner Zitat, teuflischen Genialität und seiner doch angeblich grandiosen Organisation der Spießer für den Massen. Damit entwickelt Arendt zudem zwei völlig unvereinbare Tätermodelle. War die Selbstlosigkeit zunächst assoziiert mit diesem Aufgehen in einem größeren Ganzen, also in der Rasse, in der Nation, was auch immer, so wird der Täter anschließend als Privatist beschrieben, der gar keiner Ideologie folgt, sondern aus seinen egoistischen Bedürfnissen heraus agiert. Es bleibt unklar, wie diese Selbstsucht als Bekümmerung um die eigene Sicherheit und Karriere als Motiv der Komplizenschaft mit der Selbstlosigkeit als, nochmal dieses Zitat, fanatischer, jederzeit zum Opfertod bereiter Ergebenheit der Massenmenschen und dem radikalen Versagen ihrer elementarsten Selbsterhaltungstriebe, wie sie das nennen, vereinbar sein soll. Während Selbstlosigkeit einmal auf die masochistische Unterordnung hinweist, die moderne bürgerliche Freiheit und individuelle Glücksansprüche als Bedrohung flieht, im Ideal der Härte ganz besonders zu finden, so wird Selbstlosigkeit im anderen Fall als Verlust der Selbstachtung gedeutet, die mit der Drohung der Erwerbslosigkeit einhergeht und um der Sicherheit der Familie und der eigenen Willen am Mord mitwirken lässt. Dann ist das Motiv keineswegs mehr die Sucht nach reinem Funktionieren oder das Gehorchen bis hin zum Opfer für Volk und Rasse, sondern im Gegenteil die Furcht um die eigene Haut und Behaglichkeit. Wir haben also zwei vollständig widersprüchliche Motivationen, die Arendt mit demselben Begriff belegt, dem der Selbstlosigkeit. Aber es wird noch problematischer, denn Initiativtäter sind in Arendts Theorie ja gar nicht vorgesehen. Sie zeichnet ein Zerrbild des totalitären Charakters, wie sie ihn selbst nennt, den totalitären Charakter. Selbst wenn man nur die erste Selbstlosigkeitsdiagnose, also die Flucht in die Rasse und dieses Opfern, sich opfern wollen dafür und andere opfern wollen dafür, in Rechnung stellt. Denn die Ideologiegeleitetheit dieses Täters, der da in Volk und Rasse sich flüchtet, wird von Arendt von jedem inhaltlichen Gehalt entleert. Denn niemand ist hier nicht ein Durchschnittsmensch mit seinen kleinen Alltagssorgen, also der Spießer in der zweiten Bedeutung, der innerhalb seines hedonistischen Wertespektrums zweckrational abwägt, sondern ein reiner Konventionalist,
noch nicht mal ein Traditionalist, ein reiner Konventionalist, der Dienst nach Vorschrift. Dieses Täterbild ist das einer überzeugungslosen Marionette, die, nachdem ihr Marionettenspieler gestorben ist, regungslos in sich zusammenfällt, bis ein neuer Strippenzieher, und zwar gleichgültig welcher, daherkommt. Sobald die totalitäre Organisation versage, existiere bei deren ehemaligen Anhängern keine Überzeugung mehr. So meint sie, dass, Zitat, die Anhänger von einem Tag zum anderen aufhören, an ein Dogma und an eine Fiktion zu glauben, der ihr Leben zu opfern, die gestern noch bereit waren, und dass die Alliierten nach der Niederlage von Nazi-Deutschland vergeblich nach einem einzigen überzeugten Nazi in der Bevölkerung fahren. Zitat Ende. Das ist nicht ironisch gemeint. Das tief verankerte Ressentiment gegen spezifische Feindbilder, dass totalitäre Akteure in Wort und Tat beweisen, wird von Arendt vollständig ignoriert. Zudem konstruiert sie einen normativ völlig überladenen Begriff von idealistischer Gesinnung. Diese resultiere, Zitat, aus einem individuellen Entschluss und führt zu einer Überzeugung, die von Erfahrung und Argumenten abhängig bleibt und sich in ihnen bewegt. Also das ist idealistische Gesinnung und Überzeugung. Damit sind totalitäre Gesinnungstäter durch einen definitorischen Trick ausgeschlossen. Empirisch hingegen kommt es bei dieser Frage nicht darauf an, ob jemand offen für Erfahrung und Argumente ist, sondern ob er im Rahmen einer Weltanschauung zu Mord und Opferung auch des eigenen Lebens bereit ist, wertrational handelt und zumindest an dieser Weltsicht festhält, auch wenn keine formalen Befehlsketten und Führer vorhanden sind. In dieser Hinsicht spielt Überzeugung eine Rolle bei den Tätern. Dass die nicht permanent Selbstkritik betreiben, das dürfte geschenkt sein. Das tun aber andere auch nicht. Das tun auch Gesellschaftskritikerinnen und Kritiker nicht. Und das ist auch vernünftig, das nicht permanent zu betreiben, weil man dann gar keine Überzeugung hat in der Tat. Ich möchte ein Gegenbeispiel, und zwar eines, auf das Arendt sich bezieht, gegen die Marionettenthese anführen, nämlich Adolf Eichmann in Argentinien, wo er hingeflüchtet ist. Er arbeitet dort trotz der totalen Niederlage des Nazi-Regimes im Stil eines konzeptiven Ideologen an der Anpassung der Nazi-Ideen an die Nachkriegszeit. Dabei stellt er prinzipiengeleitete Überlegungen zur Rechtfertigung der Judenvernichtung an und lehnt es ab, sich bezüglich der Mordtaten an den Juden darauf herauszureden, dass man nur auf Befehl gehandelt hat. Dann wäre er nur ein einfacher Bürokrat gewesen, sagt er, und das sei er nicht gewesen. Er widerspricht seiner an Auschwitz-Relativierung interessierten SS-Peer-Group um Wilhelm Sassen und appelliert an Araber und Moslems, das Werk der restlosen Ermordung aller Juden zu vollenden, da die Deutschen ja darin versagt hätten. Arendt kennt übrigens 1963 aussagekräftige Teile dieses Materials, in dem Eichmann das sagt, das sogenannte Sassen-Material. Das sind zig Tonbänder und Mitschriften, in denen er sozusagen sich da ausgelassen hat. Dieses Material bleibt in ihrer Eichmann-Diagnose aber unberücksichtigt. Also man könnte ja sagen, Arendt kannte diese ganzen Sachen gar nicht, aber sie kannte sie. Und dieses Sassen-Material ist eine wichtige Säule zur Verurteilung Eichmanns gewesen, eine wichtige Säule für die Staatsanwaltschaft, Eichmann als Antisemiten und als Überzeugungstäter darzustellen. Bei ihr spielt das überhaupt keine Rolle, weil sie mit ihrem Modell von 1945, 51 auf Eichmann losgeht und alles, was nicht passt, wird weggeschnitten. Arendt führt ab Mitte der 1960er Jahre näher aus, wie sie sich den von einem Korsett von Stereotypen zusammengehaltenen Niemand vorstellt, der nun nicht mehr der Spießer genannt wird, sondern der Gedankenlose. Positiv gewendet wird dadurch noch ein weiteres Personalitätskriterium, also im normativen Sinne erkennbar. Also wie sieht so ein Niemand, so ein Spießer wie Eichmann, so ein Bürokrat, der nur den Regeln folgt, aus? Ein Niemand wähnt sich im Besitz von Regeln, nimmt Normen als gegeben hin und stellt keine Fragen des Typs, warum soll ich so handeln? Werden sie ihm gestellt, so antwortet er, weil man das so tut. Hier kommt das Heideggersche Mann wieder. Also, wenn man fragt, so, warum bringst du Juden um? Weil man das so tut, wäre die Antwort des Niemand. Das Nichtdenken, schreibt Arendt, schirmt die Leute gegen die Gefahren der kritischen Überprüfung ab, lehrt sie an dem festzuhalten,
was immer die vorgeschriebenen Verhaltensregeln zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Gesellschaft sein mögen. Zitat Ende. Der Nichtdenkende gewöhne sich dabei nicht so sehr an den Inhalt der Regeln, als daran überhaupt welche zu besitzen, unter die Besonderes subsumiert werden kann. Er sei also gar nicht von Inhalten überzeugt, er benötige lediglich die reine Form in sich stimmiger und gegen Erfahrung abgedichteter Weltanschauung. Der Gedankenlose führe aber vor allem keinen inneren Dialog, also er frage sich nicht, ob er der, der er ist, auch sein will. Der Denkende hingegen formuliert Wünsche zweiter Ordnung vom Typ, ich will, dass ich X tun will oder sein will. Also der stellt sich die Frage, wer als Person sein will. Der Denkende, der Nichtdenkende, der stellt sich die Frage. Man ist doch so. Man macht es doch. Arendt knüpft hier an Heidegger an. Und zwar sehr unmittelbar. Diesem zufolge ist der Mensch in die Seinsweise der Existenz gestellt. Das heißt, er habe nicht wie Gegenstände in der Seinsweise der Vorhandenheit schlicht konstatierbare Eigenschaften, also wie das Glas, sondern er sei zu sein. Was meint, er muss sich zu seinen eigenen Möglichkeiten wählend und wertend verhalten und muss sein Leben selbst führen. Also ich muss immer entscheiden, was ich tun will. Ich habe nicht einfach Eigenschaften und ich bin nicht programmiert. Das ist das Zusein, mit Bindestrich immer selbstverständlich. Jede Tat des Menschen gilt so Heidegger als Antwort auf eine praktische Frage. Der Mensch habe aber auch die Freiheit, die praktische Frage offen zu stellen oder nicht. Das heißt, er kann sie unausdrücklich lassen, seine Wahl als Wahl verleugnen und sich fraglos vorgegebenen Normen unterwerfen. Dies nennt Heidegger die Existenzweise im Modus des Mann selbst, des Niemand, auch hier taucht der Begriff auf, oder der Uneigentlichkeit. Also, wenn man sich nie fragt, was man tun soll, wie man sein Leben führen soll, wenn man immer nur das tut, was vorgegeben ist, dann handelt man auch frei, man unterwirft sich aber frei den Normen, die vorgegeben sind. Man verleugnet, dass man selber wählen muss. Das ist die These von Heidegger. Ich versuche das mal so rational zu übersetzen wie möglich. Arendts Gedankenlosigkeit ist diese Uneigentlichkeit und demnach, wie sie meint, sich ein einfaches sich treiben lassen und geistiges Mitläufertum. Also Eichmann, die ganzen Nazitäter aus dem Reichssicherheitshauptamt, die ganzen Himmlers sind geistige Mitläufer. Die tun, was man tut. Ziel des Denkenden, also der Person dagegen, ist nach Arendt Integrität. Zitat, Harmonie mit mir selbst. Die denkende Person versucht, sozusagen eins zu sein. Also Integrität würde man sagen. Sie versucht, also Arendt versucht jetzt, Heideggers moralisch leere Eigentlichkeit normativ aufzuladen. Also Eigentlichkeit ist bei Heidegger einfach nur, wenn ich mir bewusst mache, dass ich wähle, der zu sein, der ich sein will. Also ich muss immer explizit wählen, ja, der zu sein, der ich sein will. Ob ich das realisieren kann, ist eine andere Frage, aber niemand kann mir das abnehmen, meine Entscheidung. Das ist Eigentlichkeit, mehr nicht, egal welche Entscheidung ich treffe. Das ist moralisch völlig leer. Das heißt, dieser existenzialistische Ethos des Eigentlichseins ist ein moralisch völlig inhaltsleeres Authentizitätsideal. Stimme mit dir selbst überein, egal was du tust. Das ist die Idee von Heidegger. Und das übernimmt Arendt mit ihrer Beschreibung auf die Nazität. Die Harmonie mit einem selbst wird allerdings auch noch von Platon mit reingenommen, aus dem Gorgias-Dialog. Der platonische Satz, es ist besser für dich, Unrecht zu leiden, als zu tun, wird von Arendt angeführt als ein normativer Grundsatz des Denkens. Das heißt, Arendt versucht, diesen normativ leeren Authentizitätsbegriff mit sich selbst übereinstimmen, mit Platon normativ aufzuladen. Wie macht sie das? Sie zitiert den platonischen Satz, es ist besser für dich, also für den, der da handelt, Unrecht zu leiden, als zu tun. Was soll das bedeuten? Warum soll man lieber Unrecht leiden, als welches zu tun? Das haben die Sophisten zu Platons Zeiten schon nicht so richtig verstanden. Arendts Antwort ist etwas, was man einen internen Konsequentialismus nennen kann. Also eine moralische Theorie, die fragt nach den Folgen des Handelns, aber nicht nach den äußeren Folgen, sondern nach den inneren Folgen für meine Seele. Also eine Handlung ist dann gut, wenn sie gute Folgen für meine Seele hat. Das ist interner Konsequentialismus.
Also warum soll man lieber Unrecht leiden, als welches zu tun, wenn man ein Denkender ist und integer ist und authentisch ist? Zitat Arendt, weil du der Freund des Leidenden bleiben kannst. Wer aber möchte der Freund eines Mörders sein und mit einem Mörder zusammenleben müssen? Nicht einmal der Mörder selbst. Zitat Ende. Das Denken und das authentisch und eigentlich Sein verhindert Arendt zufolge also das schlimmste Unrecht, bietet aber keine positiven moralischen Regeln, sei sogar ein rein subjektives Kriterium. Also das Denken verhindert nur das Allerschlimmste. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn ich eigentlich bin und authentisch bin, dann kann ich niemals zum Nazi werden. Niemals das größte Unrecht. Das kann ich nur, wenn ich uneigentlich bin und mitlaufe, ein Mann bin, ein Niemand. Das ist die Grundthese. Es ist aber völlig uneinsichtig, dass Denken das schlimmste Unrecht tun verhindert, auch der Begriff des Denkens im Arendtschen Sinne, da das Kriterium des Einsseinwollens mit sich selbst, also dieses normative Kriterium, immer noch inhaltsleer ist und es eben von der verinnerlichten Moral abhängt, welcher Mensch man sein will und was man zum Beispiel als Mord und was man als Notwehr deutet. Also beispielsweise Heinrich Himmler, der deutet in der Posener Rede von 1943 die Ermordung der Juden als Notwehr des deutschen Volkes. Das ist eine Moral. Dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen, war unsere Pflicht. Das heißt, er lebt nach eigener Ansicht nach gar nicht mit einem verbrecherischen Mörder zusammen. Zudem gilt, wenn Denken dem Bösen Grenzen setzt, was Arendt meint, so trifft das auch auf den Eichmann zu, der schließlich eine konturierte Ideologie vertritt, also Grenzen des Bösen kennt, nämlich gegenüber seinesgleichen. Und bei Bedarf auch Befehle missachtet, wenn es darum geht, Juden zu schonen. Gerade Eichmann als überzeugter Nazi betrachtet sich als moralisch, auch wenn er eine partikulare Moral, keine universelle Moral besitzt. Wenn er Menschen tötet, dann angeblich nur, um Schlimmeres für das eigene Volk zu verhindern. Das lässt sich aus diesen Argentinien-Papieren sehr schön herauslesen. Daher denkt er entgegen Arendts Behauptung sehr wohl. Er leidet sogar unter der nicht zu Ende gebrachten Aufgabe des Judenmordes, sagt er, weil er von der Boshaftigkeit des zu bekämpfenden Juden überzeugt sei. Und genau das muss Arendt leugnen. Das banale und zugleich grenzenlose Böse ist für sie nur deshalb das extreme Böse, weil der Spießer völlig konturlos ist und damit zu allem fähig ist. Zitat. Zu Eichmann, aus Eichmann in Jerusalem, außer einer ganz gewöhnlichen Beflissenheit, alles zu tun, was seinem Fortkommen dienlich sein konnte, hatte er überhaupt keine Motive. Und auch diese Beflissenheit war an sich keineswegs kriminell. Er hat sich niemals vorgestellt, was er eigentlich anstellt. Das ist das Zitat von Arendt zu Eichmann. Dass ein Niemand auch nicht urteilt, meint schließlich, dass er sich jede beliebige moralische Regel vorgeben lässt und dann nur starr das Besondere darunter subsumiert. Also das heißt, für Arendt ist nur die Betätigung der reflektierenden, nicht aber der bestimmenden Urteilskraft wirkliches Urteil. Also wenn ich aus dem Besonderen etwas Allgemeines herauslese, das ist wirkliches Urteil. Wenn ich eine allgemeine Regel habe und darunter besondere Fälle subsumiere, das ist für sie gar kein wirkliches Urteil. Und nur dieses, ich habe eine starre Regel und dann habe ich Fälle, und die subsumiere ich unter das Allgemeine, das tun die Täter. Der Sache nach ist zwar schon in den Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft von 51 im Spießer das banal Böse am Werk, doch hier spricht Arendt auch noch vom radikal Bösen, also einem ganz anderen Typus des Bösen, das keinem nachvollziehbaren menschlichen Motiv folge und Taten von einer unverzeihlichen Dimension zeitigt. Das handelt ihr allerdings die Kritik von Karl Jaspers in ihrem Briefwechsel ein, der ihr eine Tendenz zur Dämonisierung der Täter unterstellt, 1946. Jaspers fordert sie dabei, 1946, auf, Zitat, die Dinge in ihrer ganzen Banalität zu sehen und nicht von satanischer Größe auszugehen. Also der Banalitätstopus stammt eigentlich von Jaspers. Tatsächlich konstruiert Arendt hier noch im Unterschied zu Kants Idee des Radikalbösen, auf den sie sich sinnwidrig bezieht, einen tatsächlich teuflischen Willen, also im Begriff des Radikalbösen. Und dieser teuflische Wille, der tut das Böse um des Bösen willen, getrieben von einem prometheischen Machbarkeitswahn. Ja, also das ist ihre zweite These, die sozusagen unverbunden neben der These der Spießertäter steht,
die Führer der totalitären Bewegung, die wollen das tun, weil man es kann, weil es menschliche Allmacht zeigt. Bringen Sie Menschen um, bringen Sie Juden um. Und die tun das Böse um des Bösen Willens, weil man es kann. Spätestens seit dem Eichmann-Buch gilt ihr das Böse aber nicht mehr als radikal. Also sie geht davon ab, von diesem Begriff des Radikalbösen. Es sei buchstäblich wurzellos und bestehe in schlichter Oberflächlichkeit. Also die Menschen, die Eigentlichen, die haben Wurzeln, sagt sie. Die sind verwurzelt. Während die anderen, die Uneigentlichen, wurzellos sind und die gleiten sozusagen mit jeder Mode und mit jeder Änderung der allgemeinen Stimmung dahin. Und das ist das Schlimme, das führt zu diesen Massenverbrechen. Kommen wir auch langsam zum Schluss. Arendt bietet also insgesamt drei Möglichkeiten des in der Shoah kulminierenden Bösen an. Erstens das Böse um des Bösen willen, was einen Verzicht auf jedes Verstehen der Motivation der Täter bedeutet. Das sagt sie auch explizit, dass man da gar nicht weiß, was das überhaupt bedeuten soll. Aber das soll das sein, was sie da tun, was diese Motivation, Böses um des Bösen. Zweitens, Böses aus egoistischen, sinnlichen Motiven heraus, aber ohne ideologische Motivation oder perversen Sadismus. Das ist der Spießer 1. Ne? Also der Sicherheit seiner Familie und um seines Fortkommens willen dann einfach das tut, was man ihm sagt. Und drittens, Böses ohne jedes inhaltliche Motiv aus purer Gleichgültigkeit und autoritärer Beflissenheit heraus. Das sind die drei nebeneinander stehenden Begriffe des Bösen, die sozusagen da in der Shoah identifiziert werden. Diese Deutungen sind miteinander unvereinbar oder müssten auf verschiedene Tätergruppen verteilt werden, was Arendt aber unterlässt. Aber das Wichtigste ist meines Erachtens, alle drei Begriffe des Bösen verfehlen den Vernichtungswillen, der in der Shoah am Werk war, soweit man den durch Wort und Tat der Täter rekonstruieren kann. Ich beanspruche nicht, wie Arendt in die Köpfe der Menschen hinein zu schlüpfen, sondern Wort und Tat der Täter sind die einzigen Kriterien. Meine erste Kritik an Arendts Marionettenmodell des totalitären Charakters lautet daher, sie ignoriert, dass der Totalitäre, ich übernehme jetzt den Begriff des Totalitären der Einfachheit halber, offenbar einer spezifisch strukturierten Autorität bedarf, damit sie als Pseudokompensat seiner Isolation und Ohnmacht dienen kann. Also der bedarf einer ganz bestimmt strukturierten Autorität, der gehorcht nicht einfach jedem, der über ihm steht und allem, was er sagt. Diese Autorität muss unverlierbare Eigenschaften, kollektive Macht und unbedingte harmonische Einheit versprechen. Nicht jede formale staatliche Autorität weist diese Eigenschaften auf. Der Totalitäre ist außerdem zu großer Eigeninitiative und Kreativität fähig, sogar zum Widerstand gegen bestehende Autoritäten im Namen der wahren Autorität. Das nennt Erich Fromm den rebellischen Charakter. Und das hat Eichmann ja auch gezeigt. Ne? Der ignoriert und dann die Himmlerbefehle aufzuhören mit der Judenvernichtung in Ungarn. Er macht weiter. Und zwar so schnell wie möglich, damit bevor die Alliierten kommen, die Juden dann außerhalb der Reichweite sind. Das weiß Arendt übrigens auch. Aber sie deutet es anders. Arendt sagt, ich zitiere dagegen, man hat eigentlich nur mitmachen wollen. Man ist bereit, alles mitzumachen. Wenn man einem sagt, du gehörst zu uns, wenn du mitmordest, gut. Wenn man ihm sagt, du gehörst nur zu uns, wenn du nie mordest, auch gut, meinte sie zu Eichmann. Meine zweite Kritik bezieht sich auf Arendts Entleerungsfuror, der an dieser Stelle noch lange nicht befriedigt ist. Sie macht nicht Halt, bevor nicht nur die Täter sich angeblich jeder Autorität beugen, also auch der Mutter Teresa Autorität, sondern auch angeblich jeder, einschließlich der Täter selbst, ihr Opfer werden. Hier sind mehrere Irrtümer am Werk. Erstens, Arendt überträgt die Verhältnisse des permanenten stalinistischen Terrors gegen die eigene Partei und die eigene Bevölkerung auf den Nationalsozialismus. Das ist ein Problem, dass es eben eine Totalitarismustheorie sein soll und sie immer so beide Sachen irgendwie fassen will. Zweitens, Arendt verwendet in den Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft lediglich Augenzeugenberichte, die sich auf westlich gelegene Konzentrationslager, nicht auf Vernichtungslager, beziehen und die einen spezifischen, die Judenvernichtung nivellierenden Antifaschismus transportieren. Also David Rousset ist eine der Hauptquellen und Bruno Bettelheim ist eine andere Quelle. Beide waren in Dachau und im Buchenwald.
Sie glaubt im Eichmann-Prozess den Lügen des Angeklagten oft aufs Wort, weil diese Lügen perfekt in ihr längst etabliertes Täterbild passen. Sie hält Arendt nicht für einen Lügner. Drittens, sie vermischt die verschiedenen und verschieden begründeten Vernichtungsaktionen der Nazis und verfehlt daher vollständig die spezifische Intention und Praxis der Judenvernichtung. Die Gaskammern stellen Arendt zufolge, Zitat, zweifellos eine Art Patentlösung für alle Probleme der Überbevölkerung und Überflüssigkeit dar. Sie dienen dem Beweis, dass Menschen überhaupt überflüssig sind. Zitat Ende. Die Juden wurden aber erklärtermaßen nicht als Überflüssige vernichtet, worauf Moshe Postone hingewiesen hat, sondern als das personifizierte Böse und zu vertilgende Abstrakte der modernen Gesellschaft. Juden haben eine vollkommen andere Position in der NS-Ideologie als Behinderte oder als rassisch minderwertig betrachteten Russen. Ja. Also die Russen, die Slawen, die sind zwar rassisch minderwertig in der NS-Ideologie, die sind aber noch als Sklavenrasse vorgesehen. Die sollen auch zu zig Millionen durchaus umgebracht werden, ja. Aber die haben auch noch wenigstens eine prinzipielle Überlebenschance als Sklaven. Die Juden sollen restlos ausgerottet werden. Von der restlosen Ermordung aller Juden sollte das Heil der völkisch hierarchisierten Welt abhängen. Und das ist ein Ziel, dem letztlich jede pragmatische Überlegung im Nationalsozialismus untergeordnet wurde. Viertens, Arendt schließt von der Diagnose der Erfahrungslosigkeit der Totalitären, man könnte mit Adorno sagen, deren Hang zur pathischen Projektion innerer Konflikte auf unschuldige Dritte, auf die Beliebigkeit und Auswechselbarkeit der Opfer. Das gibt es übrigens in der Dialektik der Aufklärung an einer Stelle auch, diese These. So, also unter dem Motto, morgen die Katholiken und übermorgen die Radfahrer. Aber das ist sozusagen eher nur eine Tendenz. Bei Arendt wird das sehr radikalisiert. Also weil sozusagen nicht das Verhalten der Juden den Antisemitismus hervorbringt, diesen Vernichtungsantisemitismus, ist es gar kein Antisemitismus mehr. Das ist die Konsequenz von Arendt. Zitat, Hitler und Auschwitz nicht mehr eigentlich antisemitisch. Notiert sie 1963 in ihr Denktafel. Sie ignoriert damit die besondere Rolle, die die Juden im Nazi-Denken einnehmen. Gegen Arendt ist hier festzuhalten, dass der Autoritäre nicht nur einer spezifisch strukturierten Autorität bedarf, sondern eines spezifisch strukturierten Opfers bedarf. Es muss mit den einheitszersetzenden Dynamiken der Moderne in Verbindung gebracht werden können. Genau mit diesen Dynamiken, die dieses Versprechen von Harmonie, völkischer Einheit, Sicherheit in der Rasse und so weiter angeblich zersetzen. Diese spezifisch strukturierten Opfer werden historisch an die antisemitische Vorarbeit des Christentums anknüpfend, projektiv in den Juden personifiziert und sind nicht einfach ersetzbar durch irgendwen. Und fünftens, Arendts Versuch, das Besondere des Totalitarismus zu verstehen, tilgt nicht nur das Besondere der Shoah, er führt auch zu einer Bestimmung des Totalitarismus als bloßen Ausdruck prometheischen Machbarkeitswahns. Wir haben es getan, weil wir es konnten. Und damit zu einer Verwischung des Unterschieds zwischen Moderne überhaupt und Shoah. Entscheidend dafür ist der Topos des Laboratoriums. Einerseits sei die ganze totalitäre Gesellschaft ein Laboratorium zur naturalistischen Reduktion und Beherrschung des Menschen als Reizreaktionsbündel. Das ist das, was schon im Arbeitsprozess passiert, wohlgemerkt. Wir sind nur noch Reizreaktionsbündel. Also, die ganze totalitäre Gesellschaft ist ein Laboratorium zur Reduktion der Menschen auf Reizreaktionsbündel. Andererseits seien die Konzentrationslager, die angeblich für das ganze Land vorbildlichen Institutionen dieser Beherrschung sind. An dieser Stelle erreicht das Verwischen der Differenz von Tätern und Opfern seinen perversen Höhepunkt. Und das ist ein Topos, den sie übrigens von Bruno Bettelheim übernommen hat. Bettelheim meint, das, was in den KZ passiert ist, das ist sozusagen das Vorbild für das, was der ganzen Gesellschaft passiert, also der Tätergesellschaft. Da das KZ-Laboratorium dazu diene, Zitat, direkt das von Natur oder Geschichte gezwungen werden, zur Grundlage des gesamten Lebens zu machen, ist es im Grunde nichts anderes als eine lineare Fortführung des Prinzips der Arbeitsgesellschaft, die ja auch schon das natürliche Gezwungenwerden verallgemeinert und das Individuum unter das Gattungssubjekt subsumiert. Zitat Arendt,
Terror scheidet die Individuen aus um der Gattung willen, opfert Menschen um der Menschheit willen, und zwar nicht nur jene, die schließlich wirklich seine Opfer werden, sondern grundsätzlich alle. Der NS-Terror soll also um der Menschheit willen morden. Das ist übrigens ein Punkt, da muss ich noch ein schönes Zitat rausfinden. Überhaupt sehr empfehlenswert der Briefwechsel mit Ihrem Lehrer Jaspers. An dieser Stelle also die These, dass das KZ die vorbildliche Institution für die deutsche Gesamtgesellschaft gewesen sein soll und dass schließlich auch die Täter zu den Opfern der totalitären Herrschaft werden sollen, sagt an dieser Stelle, sagt Jaspers im Briefwechsel, Zitat, was Hitler den Juden antat, war das, was in irgendeinem Sinne allen Deutschen geschehen soll. Wie sie es glänzend dargestellt haben. Zitat Ende. Also der Jaspers hat schon genau gesehen, worauf das hinausläuft. In der Tat, in den Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft bezieht sich Arendt auf einige ominöse Aussagen, dass dann doch letztlich die Deutschen den Gnadentod durch Gas finden sollten, wenn sie den Krieg nicht gewinnen sollen. Damit macht sie aus einer abstrakten, spintisierenden Möglichkeit eine reale Möglichkeit und damit werden Täter und Opfer tatsächlich auf eine Ebene gezogen. Also der NS-Terror soll um der Menschheit willen morden, ist die These. Die Shoah ist dann auch keine Ermordung von Juden als Juden mehr, sondern lediglich das beliebige Anwendungsfeld eines abstrakten Prinzips der Vernichtung menschlicher Freiheit, also Reduzierung auf Reiz-Reaktionsketten. Der Bezug auf die Menschheit ergibt schon in Arendts moderne Diagnose keinen Sinn, also die These, dass die moderne kapitalistische Gesellschaft für das Wohl der Menschheit arbeite, für das konsumistische Wohl. Hier wird er zum Beweis eines weitgehenden Realitätsverlusts der Theorie. Arendt wendet hier genau das Denkprinzip auf die Shoah an, das sie an der totalitären Ideologie kritisiert. Ein von keiner Erfahrung zu belehrendes Subsumptionsprinzip, das sich auf unsichtbare, hinter den Erscheinungen und Fakten stehende Faktoren beruft und nicht auf Wort und Tat der Täter. Die starre Diagnose einer Tilgung des Besonderen tut hier dem Besonderen letztlich noch einmal Gewalt. Vielen Dank. Thank you.